zu einer kleinen, relativ spontanen Mini-Vortrag von so ein paar Tools und Services, die ich ganz gerne benutze. Ich hatte das Ganze angefangen mit einem Tools I use. Was für Kommandozeilen-Tools ich so toll finde, habe ich festgestellt mittendrin, ich benutze gar nicht so viele Kommandozeilen-Tools, die irgendwie spektakulär oder toll sind und mache viel mehr über UI-Tools. Deswegen sind jetzt ein paar UI-Tools reingewandert und ein paar Services, weil hat man ein bisschen Abwechslung. Genau. Ist auch jetzt eher ein kurzer Vortrag, das passt ja mal. Und ich fange einfach mal an. Nummer 1, Progress. Wer von euch kennt Progress? Okay, was Progress macht, ist quasi, ich habe ein Tool, das kann ich starten, mit -m im Monitormodus, ansonsten kann ich auch eine Prozess-ID angeben. Und der klassische Use Case wäre sowas wie, ich habe ein CP gestartet oder irgend so ein anderes langlaufendes Tool, was keine Prozentanzeigen hat, standardmäßig. Wo man aber irgendwie die Prozentanzeigen rauskriegen kann über irgendwelche Signale oder andere komische Wege. Progress weiß, wie das geht. Ich muss es nicht mehr wissen. Sprich, das Ganze kann mir das dann anzeigen. Kann ich mal so als Beispiel machen. Ich habe ein Progress-M gestartet und jetzt, was braucht man, ein paar Sekunden. Wenn ich jetzt einfach sage, was hat er drin, zum Beispiel 7-7, ich hoffe, irgendwer weiß die Kommandozeile auswendig, weil ich weiß es definitiv nicht. So schon mal nicht. Okay, falls das wäre zu viel. Ah, so mein so? So. Nein, das war's nicht. Wir nehmen was anderes. Ja, genau. If von guter Vorschlag. Wir kopieren von Dev Zero, was natürlich unendlich groß ist und damit nicht das beste Beispiel ist. Ist eigentlich ein ziemlich doofes Beispiel, weil es unendlich ist. Du kannst den Count angeben. Wie? So, ja, wir müssen es ja nicht zu Ende machen und genau. Off, def null klingt safe, so, genau, und das ging bei weitem viel zu schnell. So, und gut, das Problem ist jetzt, mit dem Befehl kann er nicht so richtig sinnvoll was anfangen, weil es halt ein DD von 0 nach null ist, wo man halt nicht so richtig gut Fortschrittsanzeigen zeigen kann. Was normalerweise passieren würde, wenn man einen sinnvollen Befehl angibt, dass er das oben erkennt und dann einen sinnvollen Fortschrittsbalken hat. Ich gucke gerade, ob da irgendein Befehl ist, wo ich spontan weiß, wie ich der lang genug dauert, den ich spontan die Befehlzeile hinkriege, aber so spontan fällt mir auch nichts ein. Von daher... Ach, warum? Ist Grep da drin in der Liste? Ja. Irgendein Key, der hoffentlich nicht vorkommt. Wieder zeigen Punkt. Achso, und jetzt tut er die ganze Platte nach durch. Genau. So. Und wenn das nicht auftaucht, ist genau. Und dann funktioniert das auch. In dem Fall zeigt er einen jetzt ordnerweise das an, was bei Grep mittelmäßig toll ist. Für Rsync ist das zum Beispiel super, wenn man bei Rsync vergessen hat, ein Verbose machen, das so nach einer halben Stunde auf dem Server kopieren oder runterkopieren feststellt. Das Ding findet dann quasi Prozesse, die gerade irgendwie Dateien entsprechend lesen, reinlesen oder rausschreiben, über die entsprechenden APIs, kennt die Wege, wie es sich davon den Fortschritt holt, wo das gerade drin ist intern und zeigt das dann an. In diesem Fall zeigt es halt gerade alles Mögliche an, was bei mir mit Grep durchsucht wird. Ist ein ganz nettes Tool, gerade wenn man irgendwie so eine Stunde im Backup rausfindet, man will eigentlich nach Hause gehen und wie lange braucht das noch oder sowas. Ja, also das macht Progress. Eigentlich ein relativ einfaches Programm, finde ich aber ganz praktisch. Vor allem das Schöne ist, es ist unter so ziemlich jeder Distribution wirklich vorhanden, also auch unter Debian, CentOS oder ähnlichen Sachen. Also da, wo man eventuell mal länger laufende Prozesse macht, mittendrin denkt, jetzt wäre ein Fortschrittsbalken schon ganz cool. Ja, das wäre Nummer 1. Nummer 2, Jellyfin. Wer weiß, was Jellyfin ist? Okay, im Prinzip, wer weiß, was ein Plex Media Server ist?
Wer kennt Kodi? Genau, im Prinzip, das Ganze fängt mit dem Gedanken an, ich habe Mediendateien irgendwo liegen und hätte die gerne irgendwie so, dass ich sie abspielen kann. Dann wäre die erste Lösung, man nimmt einen Kodi oder so, was die einscannt und das funktioniert auch ganz gut. Das hört dann auf gut zu funktionieren, wenn man irgendwie durchs Internet die Sachen sehen möchte von zu Hause oder auf irgendwie ein Handy, was 3/4 aller Codecs nicht performant kann und ähnliche Use Cases. Dann gab es vor ein paar Jahren irgendwann so einen Plex-Medienserver, irgend so ein Webseiten-Geraffel-Ding, was schon ganz okay funktioniert hat. Und Jellyfin ist quasi jetzt so der inoffizielle Open-Source-Nachfolger, weil es kann eigentlich alles das, was der Plex-Server kann, nur in weniger buggy und umsonst und ohne komische Telemetrie. Das Ganze sieht dann in meinem Fall zum Beispiel so aus und da hat man dann halt alles Mögliche drin und kann sich Sachen abspielen. Man kann zum Teil auch, wenn man jetzt irgendwelche Streaming-Anbieter hat, die als Plugin mit reinhängen, dass die sich einfach transparent reinfügen und ähnliches. Ja, also sprich, man hat einfach eine Webseite oder ein Client oder eine Fire TV-App oder was man noch so alles für komische Drecksgeräte rumfliegen hat. Fast alles funktioniert irgendwie, was ich damit verbinden kann, wo man gucken kann. Es kann Synchrones abspielen, es kann relativ brauchbar Streaming durchs Internet, weil man halt einstellen kann, auf welche Bandbreite es reinkodieren soll. Und was noch ganz nett ist, es kann, also es benutzt intern zum Reinkodieren FFmpeg in einer ziemlich neuen Version. Das heißt, es kann die ganzen Hardware-Encoder und Decoder von jetzt irgendwie so Intel Celerons und ähnlichen CPUs benutzen. Sprich, man hat damit auch nicht abartige CPU-Last, wenn man das dafür benutzt. Ja. Und was in dem Zusammenhang ganz praktisch ist, ist kein Watch-Partys. Also sprich, wenn man irgendwie so das Szenario hat, man guckt mit ein paar Leuten über irgendwie Voice-Chat-Serien, funktioniert. Ja. Weiter geht's. NMTOI. Als Feind von Config-Dateien für Netzwerk. Wenn man eh den Network-Manager benutzen will oder benutzen vorhat, für den gibt es einen TOI-Client. An und für sich sieht er ziemlich exakt so aus, wie man das jetzt aus normalen Desktop-Oberflächen von Linux kennt. Ist auch mehr oder weniger exakt das gleiche Menü, aber läuft halt, wenn man zum Beispiel den Desktop-Manager zerschissen hat und mit links gerade gucken will, wie man ihn wieder heile kriegt oder ähnlichen Witzen. Oder halt irgendwie, wenn man Raspberry hat und nicht ganz so grausam konfigurieren will wie normal, beziehungsweise halt nicht Raspberry drauf hat, sondern irgendwie ein Arc oder sowas. Meiner Meinung nach relativ triviales Ding, aber schönes Teil, funktioniert einfach und ist halt auch eigentlich in jeder Paketquelle irgendwo vorhanden. Ja, Remina und XRDP. Früher oder später kommt man zu den interessanten Problemen. Ich habe da irgendeinen Linux-Rechner und ich würde den gerne aus der Ferne steuern. Das erste, was einem meistens vorgeschlagen wird, hey, nimm doch X11, VNC oder ähnliches. Das funktioniert, solange das Internet toll ist oder man im LAN ist. Meine Erfahrung war, es funktioniert durchs Internet zunehmend schlechter und es funktioniert durch irgendwas wie VPNs komisch manchmal. Ironischerweise funktioniert ausgerechnet RDP, sprich die Microsoft Remoting-Lösung vom Protokoll her deutlich besser durchs Netzwerk, für mich zumindest. Und was das Ganze ist, XRDP ist ein RDP-Server für Linux. Darüber kann man sich dann auch ganz normal anmelden und alles. Und Remina wäre einfach nur ein Client, ähnlich wie der Remote Desktop Client oder Windows, womit man sich mit verbinden kann. Netter Nebeneffekt ist, man kann jetzt auch irgendwie seinen Linux-Rechner, solange man irgendein Windows hat, mit dem man eine Netzwerkverbindung hinkriegt, steuern, weil man braucht halt nur einen Remote Desktop. Hopp, kann ich auch. Das kann alles Mögliche, wenn man da jetzt verbindet. Also das Erste, was XFRDP erstmal bietet, bietet vorne vor Session-Typ-Auswahl und ähnliches. Die werde ich jetzt zunächst nicht verstellen, weil das sorgt für komische Probleme. Es kann auch kompliziertere Szenarien, wie dass der XRDP-Server vor irgendeinem Virtualisierungsmonstrum hängt oder irgendwelchen Clusters oder sonst komischen Szenarien, ist in meinem Fall nicht das, was ich benutze. In meinem Fall benutze ich das einfach ganz klassisch nur als normales Remote-Desktop. Ja, und da kann man sich dann einloggen und dann ist man halt auf dem Rechner zu Hause. Und nach meiner Wahrnehmung ist halt einfach Performance von einem Tippen, Mauszeiger, Bedienung und alles etwas angenehmer wie bei X11 bei derselben Leitung. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das Protokoll etwas anders funktioniert vom internen Aufbau. Weißt du, was dieser XVNC-Session-Typ macht? Der was? Der XVNC-Session-Typ. Du kannst sagen, dass der XRDP-Server
nicht lokal der Session direkt nimmt, sondern nochmal die per VNC auf irgendwas anderes, was im LAN ist. Also du kannst quasi sowas wie einen Remote Desktop Ingress Server bauen für deinen Rack oder so, der dann per X11 VNC weitergeht auf die anderen. Damit kriegt man immer noch das Problem gelöst, dass man X11 VNC nicht mit einer Latenz aus dem Internet bedienen muss, sondern nur mit der LAN-Latenz. Ja. Es gibt noch ein paar andere Protokolle, es gibt auch einige Protokolle, die um Klassen besser sind wie RDP, also das ist keineswegs so, dass ich jetzt sage, RDP ist das beste Protokoll der Welt, benutzt das. RDP ist nur so das Protokoll mit dem geringsten Widerstand der Welt, weil man kann es von der Spielekonsole aus benutzen, also dem Steam-Rechner, wenn man mal kurz aufs NAS muss oder sowas, man kann es vom Laptop aus benutzen, also es funktioniert auf so ziemlich jeder Plattform, ohne mir auf den Keks zu gehen, es funktioniert durch VPNs durch. Und es funktioniert einfach mit der Linux-Authentifizierung, also der Dialog, der zur Webseite gerendert wird, der geht halt einfach in die normale PAM-Authentifizierung, gerade in meinem Fall. Das heißt, it just works. Ich brauche nicht irgendwas komisch installieren auf den meisten Clients, man braucht irgendwas, was RDP-kompatibel ist. Und das gibt es selbst für Mac, also von daher ist man safe. Ja. Hopp. Weiter geht's. TLDR. TLDR ist einfach, wenn man das Konzept von Manpages toll findet, aber keinen Bock hat, Manpages zu lesen. Und einfach nur wissen will, wie ist jetzt der Befehl für Find oder für Selje in diesem Fall. Selje? Ich krieg's nicht richtig ausgesprochen, ist auch egal. Sowas wie, die Manpage ist schön und sehr ausführlich, aber eigentlich will ich nur eine Session neu starten. Im Prinzip, TLDR ist halt einfach sowas wie ein Man für Leute, die keinen Bock zum Lesen haben. Sprich, man sagt statt Man TLDR und dann den Programmnamen und wenn das irgendwo in der Datenbank von dem Link ist, kriegt man dann meistens so, hier sind die 5 Beispiele für die normalsten Sachen, die du machen willst und häufig genug ist das auch alles, was man wissen will. Also, ja. Wie ist das? Ist da einfach, haben die ihre eigene Datenbank? Genau, die haben effektiv einfach eine eigene Datenbank hinter. Und du bist darauf angewiesen, dass die das Programm auch kennen. Ja, und dann, genau, man ist schon darauf angewiesen, dass sie das Programm kennen, also es funktioniert nicht für alles. Umgedreht kann es nicht für alles in dem Sinne funktionieren, weil es sind halt handgewählte Beispiele drin, also es ist jetzt nicht einfach ausführlich oder irgendwas autogeneriertes, sondern irgendwer wird sich mal Gedanken gemacht haben, so halbwegs, was sind so die Befehle, die Leute brauchen, halbwegs oft, was sind so die Fragen, die man hat, wenn man so auf dem, ich habe einfach nur ein Problem, möchte es lösen, so und nicht mich in die Tiefe mit beschäftigen, reingehe. Genau. Siehste, TLDR hat noch einen anderen Vorteil. Es ist einfach too long didn't read, das kann man sich echt gut merken. Was war das andere Programm? GPT. Achso. Für ChatGPT. Du bist unbedingt schlecht. Wie tipp ihn das ein? Nein, ich habe da keine Schmerzen, wenn es eine Kommandozeile gibt, können wir es machen. Nein, das war nur als Spaß gedacht, weil was ich gerne mache, ich benutze gerne ChatGPT als Suchmaschine. So was würde ich ChatGPT beantragen. Hier. On Linux, how do I. Okay, die Frage ist halt quasi im Verhältnis zu ChatGPT. Ein riesiger Vorteil von TLDR ist, es halluziniert sich keine Lösungen herbei, die plausibel klingen, aber den Befehl gibt es gar nicht. Oder es gibt den Befehl schon, aber er macht subtil was anderes, wie du glaubst. Also der Vorteil von TLDR ist im Normalfall, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, wenn man lange genug sucht, dadurch, dass das Menschen geschrieben haben, werden sich Menschen auch überlegt haben, was sind Befehle, die man den Leuten gibt, womit sie sich nicht direkt eine Shotgun auf den Fuß richten, wenn sie nicht die Hintergründe kennen. Weil im Normalfall, wenn man TLDR benutzt, benutzt man das, weil man eben gerade nicht das Tiefenwissen hat. Von daher finde ich das ganz okay. Also so ein super Beispiel ist zum Beispiel bei Rsync. So der dritte Befehl ist einfach so, ich möchte einfach nur ein Backup machen. Wie viele Leute wissen, was jeder von diesen einzelnen Buchstaben bedeutet aus dem Kopf? Welcher Buchstabe ist der, den ich brauche, damit ich richtig die Owner kopiere von denen und solche Sachen? Also sprich, es ist manchmal sehr praktisch, manchmal weniger praktisch und sie haben halt meistens so einen halbwegs kurzen Kommentar dabei, der erklärt, wie die Sachen funktionieren. Also ist schon ganz nett. Ist nicht top, aber ist ganz gut. Und ist halt eigentlich nie länger wie eine Seite. Das ist so der Sinn der Aktion. Ja. Und hat halt den riesigen Vorteil, es kann offline laufen. So zum Beispiel auf einem Arbeitsrechner, wo man kein ChatGPT benutzen darf, weil man dann Stress kriegt. Nächste Ding, Node-RED. Weiß nicht, wer Node-RED kennt. Das ist so mein Liebling für Fuschraum-Automatisierung. An und für sich. Yep. Da gehen wir mal jetzt. Hopp.
Was Node-RED ist, ist an und für sich eine Node.js-Anwendung für Home-Automatisierung, wo man sich gemütlich Sachen zusammenklicken kann. Zum Beispiel irgendwas, wo haben wir ein sinnvolles Beispiel? Das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil das alles ein bisschen durcheinander ist. Ah, der 3D-Drucker, das ist ein wunderbares Beispiel. In diesem Beispiel, der 3D-Drucker hat eine Steckdose mit Tasmota dran, die per MQTT quasi rausgibt, ob sie an- oder ausgeschaltet ist. Das tut sie auf diesem Topic hier. Und auf dem Topic kann man sie anschalten. Und in die Mitte sage ich, hey, pack mal einfach einen An-Ausschalter. Das heißt, in dem Fall mit dem Plugin für die UI habe ich dann da diesen kleinen Button hier. Das wäre jetzt der Button, um den es gerade ging. Und wenn ich den drücke, schickt das entsprechende Befehl durch und schaltet meinen 3D-Drucker an. Oder halt aus, je nachdem, was er ist. Also an und für sich kann man damit sich eine Hausautomatisierung zusammenbasteln, solange man irgendwelche Geräte hat, die meistens chinesische Quellen haben, meistens dann nicht die Originalfirmware, sprich die irgendwas über MQTT oder Zigbee oder was auch immer man so will rauspumpen, kriegt man eigentlich alles angeschlossen und kriegt es irgendwie verdrahtet, so wie man will und hat alles lokal verdrahtet, was mir persönlich halt eine gewisse, ja, was ich gerne habe. Was auch ganz nett ist, es kann mit KNX reden. Also in meinem Fall sind ja auch einige KNX-Sachen drin. In dem Fall zum Beispiel einfach nur die Uhrzeit, dass man guckt, ob im KNX die Uhrzeitsynchronisierung richtig läuft. Und das Ganze geht im Prinzip seamless. Also irgendwie die Hälfte von den Buttons in der UI geht halt auf irgendwelche WLAN-China-Steckdosen und die andere Hälfte geht auf irgendeinen großen Schaltaktor im Sicherungskasten, der Sachen an- und ausschaltet. Ja, und man kann sich da mehr oder weniger zusammenbasteln, was man will. Man ist primär so limitiert von der eigenen Fantasie. Unter anderem auch, weil man kann halt einfach Freestyle-Funktionen reinbasteln. In diesem Fall jetzt nichts wahnsinnig Spannendes. Aber dadurch, dass ich objektlogisch gesehen, ich kriege eine Nachricht rein, wenn irgendwas passiert. Ich kann mit der Nachricht Beliebiges machen. Im Zweifelsfall schreibe ich selber in JavaScript, was ich machen soll. Muss man nicht so oft, kann man aber. Und dann geht eine Nachricht raus, die irgendwo anders verarbeitet wird. Mit den Pattern kriegt man so ziemlich alles abgebildet, was man so zu Hause hat. Also vereinfacht kann man sagen, wer if this then that kennt, das Ganze funktioniert so ähnlich oder kann man so ähnlich benutzen, es kann mehr, nur halt sehr viel flexibler und ohne komischen Cloud-Service. Ja. Ich glaube, viel mehr ins Detail werde ich auch nicht gehen, weil das wäre potenziell ein eigener Vortrag dann irgendwann. Hopp. Weiter geht's, Hexedit. Wenn man so das Problem hat, man würde gerne einfach mal kurz in eine Datei reingucken, zum Beispiel in diesem Fall ein Bild, um zu gucken, ob es ein Bild ist. Also sprich, die meisten Dateien haben am Anfang irgendwelche Magic Bytes und manchmal hat man so die Situation, man muss sich Dateien mal von Hand angucken, weil irgendwas nicht passt. So Klassiker sind, was weiß ich, in meinem Umfeld, irgendwer hat eine Java-Datei geschafft, mit einem UTF-8 BOM zu speichern, was der Java-Compiler mit einem Fehler in Zeile minus 1 quittiert, je nach Version, was dann sehr lustig ist, weil Zeile minus 1 zu debuggen wird schwierig, da kommen auch viele IDEs dann plötzlich aus dem Tritt, weil die nicht ganz so verstehen, wo Zeile 1 ist, die sagen dann nur noch, die Datei ist doof und das war's. Da hilft es dann manchmal, wenn man einfach irgendwas hat, was so wirklich primitiv auf dem Level von so 1995 technisch ist und einfach nur die Datei öffnet in einem Hex-Editor. Und Bonuspunkte, was sich vielleicht auch nicht verschluckt, wenn man mal aus Versehen eine 10-GB-Datei reingibt, weil es nicht versucht, die ganze Datei in Cache zu laden. Ja, also sprich, einfaches Tool, mach genau das, was es sagt, das war's. Sorry. Ja. Ja, und dann... Ich kenne das File-Tool, aber das File-Tool funktioniert nur, wenn du gültige Startheader hast. Zum Beispiel sowas wie eine Java-Datei, die schon mal per se ja nicht binär ist und dann noch einen UTF-8-Bomb am Start drin hat, sieht im Texteditor richtig aus in den meisten, weil die verstehen ja einen UTF-8-Bomb, nur der Java-Compiler halt nicht. Also ein Java-File... Es ist zumindest nicht, also er würde nicht erkennen, was das Problem ist vor allem. Okay. Dafür bräuchte man halt doch einen Hex-Editor. Dass es ein Java-File ist, weiß ich ja, wenn ich es entwickle, hoffe ich. Ist Hex-Edit auf vielen Systemen vorhanden? Ich kenne halt Hex-Dump und das ist, glaube ich, relativ einfach. Hex-Edit ist auf den meisten auf jeden Fall installierbar. Zumindest habe ich es fast überall installiert. Hex-Edit hat halt gegenüber Hex-Dump noch die Kleinigkeit, ich kann halt einfach im Hex-Code rumfuschen. Ja. Mal mehr, mal weniger nützlich, hängt ganz vom Dateiformat ab. Bei PNG eher nicht so, bei irgendwelchen Binärformaten
meistens mittelmäßig. Also kann manchmal ganz praktisch sein. Du zeichnest deine Grafik nicht mit Text-Edit. Selten. Genau. Grafik. Simple Screen Recorder. Ist eigentlich genau das, was er sagt. An und für sich kann man sich vorstellen, ist das Snipping-Tool von Windows, nur mit Videofunktion und in weniger doof. Ist auch so ein schönes kleines Ding, was man quasi bei mir jetzt gerade nicht installiert hat. Das ist ja wieder klassisch. Kann das wählen? Hat es bislang bei mir keine Probleme mit gehabt. Ah, heißt das so? Yay. Ja, vielleicht geht es ja schnell. Vielleicht geht es auch nicht so schnell, man wird es sehen. Kurze Zwischenfrage ist, was Paro für ein Package Manager ist. Das ist einfach an und für sich, fragt mich bloß nicht, was die Abkürzung heißt. Wahrscheinlich wieder irgendein Joghurtwitz. Aber in diesem Fall ist das Ding in Rust geschrieben. Das ist eigentlich so der Unterschied. Und gewartet. Der Hauptunterschied ist, Paro, das A ist der Trick, der es verrät, das Ding versteht das AOR. Das heißt, ich kann einfach Pakete aus dem AOR rüber installieren. Ah, okay, was ist im Prinzip Pac-Man-kompatibles gewesen? Es ist komplett Pac-Man-kompatibel, es macht auch viele Sachen erst in Pac-Man und wenn es da nicht gefunden wird, wird es übers AOR geguckt, ob es das da gibt. Also das hat dann so Sachen wie gerade, wurde ich ja gefragt, ob ich den Simple Screen Recorder haben will, die Git-Version oder irgendeine komische andere Version davon. Mit ziemlicher Sicherheit waren mindestens zwei Versionen davon aus dem AOR. Was man daran raten kann, dass es gerade irgendwas durchkompiliert. Naja, ich lasse das mal kompilieren. Ich weiß nicht, ob da noch eine Folie war. Wenn ja, kommen wir einfach nochmal drauf zurück, würde ich sagen. War da noch eine Folie? Ja, wunderbar. K9S. Wir kommen jetzt mal in ein ganz anderes Bereich. Eher so hobbytechnisch am Limit. Kann ich auch nicht so richtig gut hier zeigen. Aber falls man was mit Kubernetes zu tun hat, K9S ist quasi so das Hardtop für die Kubernetes-Orchestrator-Sachen. Sprich, man kann sich da drin einfach anzeigen lassen, was für Pods sind laufen, was für Deployments gibt es, was für Storages gibt es. Hat halt den Vorteil, es funktioniert einfach gegenüber einigen der UI-Tools und geht mir persönlich sehr viel weniger auf den Keks. Und ich hoffe, Sie haben irgendwo ein paar Bilder. Ja, wunderbar. Genau. Und das Ding kann einen halt dann so Sachen machen, wie man kann sich das angucken, was ist gerade am Laufen, wie sind die Zustände, wenn das System die Orchestrierung kann, sieht man, wie die RAM-Auslastungen sind und ähnliche Sachen. Also sprich, es ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Hardtop, nur halt für ein Kubernetes-Cluster. Ganz praktisch, falls man mit Kubernetes zu tun hat, ansonsten ist es absolut nutzlos für einen. Ja, ich dachte nur, das erwähne ich mal, weil wenn man es nicht kennt, ist es cool. Und braucht. Damit wären wir auch durch die Tools durch. Jetzt können wir noch einmal schnell gucken, ob der Simple Screen Recorder sich entscheidet, dass er heute fertig wird. Eher so Mittel. An und für sich ist aber auch nichts wahnsinnig Spannendes zu erklären. Im Prinzip, man startet den Simple Screen Recorder. Man kann sagen Fullscreen oder man kann einen Bereich auswählen, ähnlich wie bei den klassischen Snippet-Tools. Dann kann ich noch sagen, wo er speichern soll und dann kann ich irgendwo Start Recording sagen. Und dann kann ich halt ganz normal irgendwas aufnehmen, wie zum Beispiel ein Mini-Tutorial oder sowas. Am Ende kann ich auf Speichern drücken und dann schreibt er das raus. Man kann einstellen, ob er den Mauszeiger mit aufnimmt oder nicht, was durchaus sehr nützlich ist für sowas. Ja. Also ich benutze ihn primär dafür, wenn ich irgendwem beweisen muss, dass nicht meine Seite der Software scheiße baut, sondern die andere, indem man dann zeigt, so hier, ich gebe diesen Request ein, ich mache das, das kommt zurück, das sollte zurückkommen, an der Stelle habt ihr einen Fehler. Für sowas ist das wunderbar. Oder ähnliche Fragen, prozesstechnischer Natur, wie ich sehe irgendeinen Buchenbutton in irgendeinem komischen Buchungstool nicht oder ähnliche Sachen. So, da klicke ich hin, ist nicht da, seht ihr, da habt ihr sogar ein Video. Genau, also das ist so der eine Use Case, wofür es gut ist. Die andere Sache, wofür es sehr praktisch ist, wenn man irgendwie ein kleines Open Source Tool hat, auf GitHub kann man halt wunderbar damit irgendwie so eine Schnellübersicht aufnehmen oder ähnliches und dann das Ganze in GIF da drauf werfen oder ähnliche Formate. Da man die Framerate von der Aufnahme einstellen kann, kann man das halt auch relativ stark größenoptimiert machen. Also irgendwie so für eine durchschnittliche Präsentation tun es halt auch 5 FPS und dann ist die halt klein genug, dass die auch auf irgendeine Webseite drauf passt. Ja, das wäre es eigentlich auch schon, glaube ich. Windows ist, glaube ich, der Pro-Tipp. Windows-Taste G für die Xbox Game Bar und die kann tatsächlich ein Video-Recording machen. Ja. Aber
Genau, unter Windows ist der Trick, die Xbox Gaming Bar zu benutzen, wenn sie installiert ist. Die ist halt ein Vielfaches schlechter wie das, was der Simple Screen Recorder kann, was ich mal wieder sehr traurig finde, weil an und für sich ist es eine coole Software, aber es ist nicht super. Es ist eine Idee, die konnte man halt auch schon vor 20 Jahren haben, hätte man vor 20 Jahren umsetzen können. Und ich glaube, der ist auch im Kern gar nicht so neu, aber das muss er halt auch nicht. Die Idee ist zeitlos, weil das wird man immer brauchen. Hey, er hat fertig installiert, vielleicht kann ich ihn zeigen. Hopp. Wunderbar. Das ignorieren wir einfach mal, die ganzen Warnungen. Und hopp, hopp, hopp. Genau, hier kann ich jetzt alles Mögliche einstellen. Hier kann ich ihm sagen, wo alles Mögliche hinpacken soll. Und in der Theorie kann ich jetzt sagen, einfach Start Recording. Er nimmt irgendwie was auf. So, und dann sage ich Pause Recording. Und dann sage ich Save Recording. Und dann müsste, wenn alles richtig funktioniert hat. Na, hat nicht alles richtig funktioniert, aber gut. Vielleicht war es auch nicht schlau, den gerade mal schnell zu kompilieren nebenbei. Details. Auf jeden Fall, in der Theorie hat man dann ein kleines Video, wo er das aufgenommen hat. Da vorhin die Frage war wegen Wayland. Er soll mit Wayland im Wesentlichen funktionieren, aber wie immer bei Wayland, Mileage may vary, also da gibt es noch gewisse Inkompatibilitäten manchmal. Hängt, glaube ich, davon ab, wie der Window-Compositor eingestellt ist, sind ähnliche Witze. Ja. Genau. Das wäre es aber.